Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Steffi und wir werden heute gemeinsam ganz soft, fließend, aber trotzdem energetisierend in den Tag starten mit einer kurzen Yoga-Sequenz. Wenn du brauchst, dann nimm gerne einen Block oder ein Buch, sodass du während der Praxis eine Unterstützung hast, dir den Boden so ein bisschen nach oben holst. Und diesen Klotz, dieses Buch nimmst du ganz individuell, ganz optional. Je nachdem, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung, schnapp dir deine Unterstützung. Und wir beginnen hier im Sitzen. Und dafür schau, dass beide Sitzbeinhöcker gut geerdet sind. Zieh auch gerne nochmal die Gesäßhälften nach hinten raus. Wenn du magst, sitz dich hier leicht erhöht, sodass die Beine Entspannung finden. Und dann bring erstmal die Hände hier auf deine Oberschenkel. Schließ deine Augen. Und roll hier gerne so ein paar Mal mit den Schultern über vorne nach hinten. Einfach für einen Moment Schultergürtel weich werden lassen und dann schließ die Bewegung ab, dass die Schultern schwer in den Rücken sinken. Löse hier bitte deinen Kiefer, Oberkiefer vom Unterkiefer. Schieb vielleicht auch mal die Zahnreihen so von rechts nach links. Sodass das Kiefergelenk Weichheit findet. Entspanne hier deine Augen, deine Stirn, die Wangen. Lass deinen Brustkorb ganz weich werden sein. Und du lehnst dich mit deiner Wirbelsäule wie gegen eine imaginäre Wand. Also finde Aufrichtung. Und dennoch ist diese Aufrichtung ganz komfortabel und bequem für dich. Entspanne hier deinen Bauchnabel. Richte deine Aufmerksamkeit hier zu deinem Atem zu. Und beobachte, wie der Atem in dich hineinströmt. Der Atem wieder aus dir herausfließt. Ganz natürliche Bewegung deines Körpers, Weite, Leere. Fülle und Entspannung. Und dann leg hier eine Hand auf deinen Bauch, die andere Hand auf den Brustkorb. Spür dieses ganz rhythmische Pulsieren deines Körpers, der Atemzüge deines Herzschlags. Und darüber richtest du hier deine Beobachtung noch mehr nach innen. Verlasse sämtliche Geräusche, die im Außen sind. Verlasse auch hier deine Gedanken, die sich vielleicht noch um irgendetwas drehen. Nimm bewusst die Ein- und die Ausatmung. Und dann spüre hier für dich, wie geht es dir heute? Was ist gerade da? Vielleicht eine Müdigkeit? Vielleicht irgendein Ärger, den du vom gestrigen Tag mit in den Morgen getragen hast. Vielleicht ist aber auch Euphorie und so eine positive Durchlässigkeit da. Ohne zu bewerten, lausche, welche Emotion hier gerade am lautesten ist. Und lass sie da sein, erlaube dir, dass was da ist, da sein darf. Und dann setze dir hier für diesen Morgen eine Intention. Eine Intention für deine Praxis, vielleicht eine Qualität, die du heute mehr etablieren möchtest, mit in den Tag nehmen möchtest. Ein Wort, das dir gleich in den Sinn kommt, und dann wiederhole dieses Wort hier noch dreimal. Und dann atme hier tief in beide Hände ein. Und über den geöffneten Mund entspannen die Schultern, atme aus. Zweimal. Tief einatmen, Herz heben.
Und ausatmen, zieht der Nabel nach, innen werde leer. Nochmal so einatmen, weit die Rippen bilden. Und ausatmen, entspannen. Lass die Hände noch für einen Moment, wo sie sind. Atme tiefer vom Brustkorb bis in den Bauchraum ein. Und spür, wie mit der Ausatmung der Nabel nach innen zieht und leer. Gerne etabliere den Ujjayi-Atem, zieh die Stimmritzen zueinander, sodass so ein feines Rauschen entsteht. Dieses Rauschen trägt dich durch die Praxis. Einatmen und ausatmen. Lass dir Zeit. Verlänger die Einatmung, verlänger die Ausatmung. Voller Ruhe. Nimm nährende Atemzüge in den Körper auf. Den Sauerstoff in jede Zelle. Mit der Ausatmung lass los, was du heute hier nicht mehr brauchst. Nicht mehr für die Praxis relevant. Einatmen. Und ausatmen. Ganz langsam öffne deine Augen, verschränke alle 10 Finger vor dem Herzen ineinander. Du schiebst die Handflächen weg von dir, hebst dein Brustbein, die Arme nach oben an, hast eine lange Wirbelsäule. Mit der Ausatmung mach mit den Händen eine Faust, nur die Zeigefinger zeigen nach oben. Du rundest die Wirbelsäule, ziehst den Nabel nach innen, Kinn zum Brustbein, ganz runder Katzenbuckel. Im Flow, tief einatmen, Handflächen schieben nach vorne, oben, heben, ausatmen, wieder in die Rundung kommen, Zeigefinger zeigen nach vorne, wunderbar, tief einatmen und so nochmal ausatmen, gern die Augen geschlossen halten, einatmen. Und nochmal ausatmen, letzte Runde, so durch die Nase ein. Durch die Nase so nochmal aus. Sehr gut. Einatmen, streck dich hier nochmal in die Länge. Mit der Ausatmung bring die rechte Hand neben dir zum Boden. Schieb den linken Arm über dein Ohr zur Seite. So, und jetzt schau, beide Schultern schieben hier weg von den Ohren. Der Nacken ist lang. Beide Sitzbeinhöcker immer noch gut geerdet. Manchmal hebt eine Seite ab. Schaff dir hier dieses Fundament. Und dann atme ein, du hebst den Brustkorb, schau vielleicht nach oben zur Decke und ausatmen, zieh den Nabel wieder nach innen, wunderbar. Du atmest in die linke Flanke, tief ein, vollständig aus. Gib einatmen, dein Herz noch einen Zentimeter mehr nach oben. Achtung, mit der Ausatmung fädel den linken Arm unter den rechten Arm hindurch, so eine sanfte Nadelöhr-Variante. Zweimal so tief einatmen, Brustkorb anheben und ausatmen, wieder links unter rechts hindurch. Tief einatmen und ausatmen, nochmal in so einen Mini-Twist kommen. Sehr gut, zieh dich einatmen über den linken Arm, achtsam nach oben, wieder in den Sitz. Andere Seite, ausatmen, linke Hand zum Boden, schieb den rechten Arm hier über den Ohr. Die Seite kann sich hier ganz anders anfühlen, vielleicht flexibler, vielleicht auch viel fester, und das ist in Ordnung. So spür in dich hinein, was gibt es hier für einen Unterschied? Ich möchte mir diese Seite hier so mitteilen, du atmest weiter ganz präsent hier in den rechten Lungenflügel, tief ein. Tief ausatmen, wieder die Schultern weg von den Ohren, die Wirbelsäule bleibt lang. Einatmen, wieder Herz heben, du rotierst leicht nach oben. Ausatmen, rechte Hand unterm linken Arm hindurch, bring Nadelöhr-Variante. Einatmen, wieder Herz heben. Ausatmen, hier wieder rechts unter links hindurch. Letztes Mal einatmen und ausatmen. Tief einatmen, zieh dich über den rechten Arm hier wieder achtsam nach oben ins Sitzen. Ausatmen, mal die Hände vors Herz, bring Daumenwurzeln, berühren das Brustbein. Spür in deine Atemzüge hinein, in die erste Bewegung in deine Wirbelsäule. Den Kiefer lass weich.
Vielleicht nimmst du hier wahr, dass du vielleicht schon viel tiefer atmen kannst. Der Atem in Bereiche strömt, in die er gerade vor den Übungen noch nicht gelangen konnte. Nase einatmen. Nase ausatmen. Öffne hier einatmen sanft deine Augen. Bring die Hände vor dir auf den Boden. Roll über die Knie und auf deine Art und Weise in den Vierfüßlerstand. Sehr gut. Und dann streck das rechte Bein hier mal lang nach hinten aus. Schieb die Ferse weg von dir. Lange Beinrückseite. Gerne mal so ein bisschen auf der Stelle federn. Das Becken kippt zum Nabel. Schau, dass du nicht in der Mitte hier durchhängst, sondern deine Wirbelsäule ist in einer langen Linie. Als hättest du hier so eine imaginäre Hand, die auf deinem unteren Rücken ist. Und dort möchtest du den unteren Rücken hineinschieben in diese Hand. Wechsel die Seite, stell den linken Fuß nach hinten auf. Und dann wippe auch hier so ein paar Mal vor und zu. Super achtsam. Der Atem immer noch tief. Sehr gut. Und wir fließen hier. So, schieb hier einatmend dein Herz nach vorne. Ganz leichtes, geführtes Hohlkreuz. Schlüsselbeine schieben in die Länge. Ausatmen, setz dich hier zurück in die Haltung des Kindes. Fersen berühren fast das Gesicht. Einatmen, roll dich mit runder Wirbelsäule nach oben auf einem Katzenbuckel. Schulterblätter schieben auseinander. Ausatmen, Herz schiebt nach vorne, Blick ist angehoben. Hier mal eine richtig tolle, tiefe Einatmung zwischen die Schlüsselbeine. Ausatmen, wieder zurückschieben, Haltung des Kindes. Einatmen, mit runder Wirbelsäule wieder nach vorne rollen. Ausatmen, Herz heben, Blick geht nach vorne. Eine erfrischende Einatmung. Ausatmen, zurückschieben, Haltung des Kindes. Letztes Mal so tief einatmen, wieder nach oben rollen. Ausatmen, Rippen weiten. Schenk dir selbst ein Lächeln, atme ein. Ausatmen, zurückschieben, Haltung des Kindes. Sehr gut. Komm hier langsam nach oben, erstmal Vierfüßlerstand. Setz dich hier auf beide Sitzbeinhöcker und bring die Füße vor dir auf den Boden. Schau, dass dein Herz nach oben angehoben ist. Wirklich lang bist und deine Sitzbeinhöcker ein gutes Fundament bilden. Bring die Hände hier in deine Kniekehlen und das Brustbein steht die ganze Zeit zu deinen Knien. Gib langsam die Fersen weg vom Boden und tippel mit den Zehen näher zu dir heran. Genau. Gerne lass die Hände erstmal hier in den Kniekehlen und für das Boot gib langsam beide Beine nach oben. Die Waden sind möglichst parallel zum Boden und die Zehen gepointet. Beruhige deine Augen, indem du nach vorne schaust auf deine Zehenspitze. Und auch wenn dir jetzt hier ein bisschen wärmer werden sollte, das wollen wir hier, wir aktivieren unsere Körpermitte, um auch so ein bisschen energetisch wach zu werden, atme weiterhin genauso tief, wie du vorhin im Sitzen geatmet hast. Gerne bleibe ich hier. Wer weitergehen möchte, streckt die Arme nach vorne aus. Fingerspitzen ziehen nach vorne zu den Zehen. Du bleibst angehoben hier im Brustbein. Wir gehen in eine Variante. Dafür atme ein, hebe das Herz. Mit der Ausatmung lass die rechten Zehenspitzen zum Boden sinken. Einatmen, wieder Wade neben Wade. Ausatmen, links. Tief einatmen, wieder zurückkommen zur Mitte. Ausatmen, rechts. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, links. Nochmal einatmen, hier zur Mitte kommen. Achtung, wir öffnen. Ausatmen, rechte Zehenspitzen zum Boden bringen. Rechte Hand berührt den linken Knöchel. Du drehst nach links aus. Einatmen, wieder zurück, komm zur Mitte, andere Seite. Ausatmen, linke Zehenspitzen zum Boden. Du berührst deinen Knöchel, drehst nach rechts auf in den Twist. Einatmen, wieder zurück zur Mitte, ausatmen, Twist nach links, rechte Zehenspitzen auf dem Boden, einatmen, zur Mitte, komm, letztes Mal, schaffst du es. Ausatmen, Twist nach rechts, einatmen, wieder zur Mitte kommen, ausatmen, Füße zum Boden, den Oberkörper über die Knie sinken lassen. Dann durch die Nase einatmen und wenn du brauchst, gerne über den geöffneten Mund mal aushauen.
spürst du hier in diesem Moment das Pulsieren in deinem Körper, die Kraft, die du in dir trägst, die Wärme, die sich hier langsam verteilt. Einatmen und ausatmen. Roll denn hier einatmen, langsam Wirbel für Wirbel nach oben, schwingen deine Beine nach hinten, die Hände wieder vor dir erden. Stell die Füße hinten auf und schieb dich zurück in deinen ersten herabschauenden Hund. Und hier im herabschauenden Hund schau, dass alle 10 Finger weit aufgefächert sind. Deine Schultern rotieren nach außen, richte den Blick zu deinen Füßen und lass hier gerne die Knie erstmal leicht angewinkelt. So, deine Bauchdecke, die Rippenbögen möchten sich auf den Oberschenkeln ablegen, ohne da anzukommen, aber halte hier wirklich so Länge in der Wirbelsäule, schieb die Schultern weg von den Ohren. Tiefer Atemzug ein und ausatmen. Wir fließen, einatmen, roll hier Wirbel für Wirbel nach vorne in die schiefe Ebene. Achtung, ausatmen, Knie leicht anwinkeln, die bleiben in der Luft. Und mit den angewinkelten Knien schiebst du das Brustbein wieder zu den Oberschenkeln, bis es nicht mehr weitergeht. Und streckst die Beine herabschauen nach unten. Zweimal so tief einatmen, wieder Wirbel für Wirbel nach vorne rollen, schief eben. Ausatmen, über angewinkelte Knie zurückschieben, bis du ein kleines Päckchen wirst. Streck die Beine in den Hund. Einatmen. Und so nochmal ausatmen. Wunderbar. Tief einatmen, winkel die Knie an, schau nach vorne, ausatmen, nach vorne treten in deine Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, Oberkörper parallel zum Boden, mit dem Blick. Ausatmen in die Ganze. Richten sich einatmen nach oben auf in den Stand und ausatmen, Hände vor Herz nach unten abtauchen, Vorwärtsbeuge. Wir fließen durch ganz sanfte Sonnengrüße. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, gern Knie anwinkeln. Ausatmen, rechts weit zurücktreten. Du schiebst die Ferse nach hinten. Schau nach vorne, heb den Blick. Erde, ausatmen, das rechte Knie. Schieb den vorderen Fuß mehr in den Boden, heb einatmen, dein Herz nach oben an. Das Ausatmen, die Schultern wegfließen von den Ohren. Beide Füße schieben unter dir zueinander. Linker Hüftknochen zieht nach hinten. Groß einatmen in den Rippenbogen. Ausatmen, Hände zum Boden. Links neben rechts, schiefe Ebene durch die Nase einatmen. Ausatmen, Knie, Brustbein, Kinn zum Boden ablegen. Ellenbogen nah an den Rücken. Einatmen, roll die Schultern zueinander und zurück. Kleine Kurve. Ausatmen, herabschauen. Tief hier einatmen und vollständig ausheben. Einatmen, das rechte Bein nach oben an. Stell ausatmen, den rechten Fuß zwischen deine Hände. Wunderbar. Schau wieder nach vorne. Atme ein, Erde. Ausatmen, das linke Knie. Vorderer Fuß drückt in die Matte. Einatmen, Krieger 1 Variante. Ausatmen, entspannen. Tief einatmen. Ausatmen, Hände zum Boden, nach vorne treten, Vorwärtsbeugen. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, wieder ganz. Einatmen, Arme über die Seite nach oben bringen, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Tief einatmen, halbe. Ausatmen, links zurück, Ausfallschritt, Knie. Einatmen, Brustbein heben, stolz den Blick nach vorne richten. Ausatmen, den vorderen Fuß geduldig in den Boden schieben. Tief ein. Ausatmen, Hände zum Boden. Rechts neben links, schiefe Ebene. Einatmen, ausatmen, halb oder ganz zum Boden ablegen. Einatmen, Herz heben, rückbeugen. Ausatmen, zurückschieben, herabstauender Hund. Heb hier einatmen, dein linkes Bein nach oben an. Stell ausatmen, den Fuß zwischen die Hände. Knie wieder erden. Einatmen, aufrichten. Krieger 1 Variante. Spür ausatmen, die Stabilität deiner Füße. Tief ein. Und ausatmen, Hände zum Boden bringen. Bring rechts nach vorne neben links, vorwärts beugen.
Winkel deine Knie leicht an, die Hände in die gegenüberliegenden Ellenbeugen, lass den Kopf schwer nach unten senken. Spür der Bewegung nach. Leichtes, energetisierendes Gefühl. Und spür, wie hier in der Vorwärtsbeuge du dich wieder ausgeglichen wahrnimmst, in deine Ruhe findest. Tiefer einatmen. Vollständig ausatmen. Löse hier langsam die Hände, heb einatmen, nochmal den Blick halbe Vorwärtsbeuge. Und tritt ausatmend direkt zurück mit dem rechten Fuß in den Ausfallschritt. Ist der Boden zu weit weg, nutze, wie eingangs besprochen, einen Klotz unter deine rechte Hand, die steht unter deiner Schulter. Du hebst hier einatmend den linken Arm nach oben an und öffnest den Oberkörper, dein Herz nach links für den getwisteten Ausfallschritt. Atme in deinen Bauchraum so tief ein, dass vielleicht die Bauchdecke hier den Oberschenkel berührt und zieh ausatmend den Nabel kraftvoll nach hinten. Die Füße schieben unter deinem Körper zueinander. Oberschenkel haben hier zu tun. Atme durch die Nase ein und bring ausatmend beide Hände zum Boden zurück. Links neben rechts, schiefe Ebene. Ausatmen, halb oder ganz ablegen. Einatmen, hier Herz heben und bleib hier mit der Ausatmung. Schiebst die Fußrücken in deine Matte, atme ein und ausatmen, erde die Stirn. Stirb die Zehen um, zurückschieben, herabschauender Hund. Tief hier einatmen und vollständig aushalten, sehr gut. Wander mit den Füßen eine Fußlänge näher zu dir heran. Du bleibst noch im herabschauenden Hund. Deine Wirbelsäule ist lang. Der Abstand zwischen Füßen und Händen ist einfach nur kleiner geworden. Und dann schieb die rechte Hand hier mehr in den Boden. Löse langsam die linke. Und greife mit der linken Hand deine rechte Kniekehle. Vielleicht winkelst du dafür das Knie auch leicht an. Und du drehst dich auf zur rechten Seite, schaust durch dieses Dreieck hindurch. Fortgeschrittenere Yogis gerne die Wadenaußenseite greifen, vielleicht auch den Knöchel rechts von außen. Tief einatmen, ausatmen, wieder beide Hände erden, sehr stell die Füße wieder die Fußlänge nach hinten auf. Roll einatmend wieder Wirbel für Wirbel nach vorne, ausatmen, halb oder ganz ablegen. Einatmen, Herz heben, kleine Kobra, Schulterblätter schieben zueinander. Ausatmen, herabschauen nach unten. Einatmen, Blick geht nach vorne, ausatmen, nach vorne treten, Vorwärtsbeuge. Einatmen, wieder halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen in die ganze Winkel. Erde deine Hände gut, stell den linken Fuß direkt zurück, Ausfallschritt. Linke Hand unter einem Block. Oder auf dem Boden, auf jeden Fall unter der linken Schulter. Die Füße schieben unter dir zueinander. Heb hier einatmend den rechten Arm nach oben an. Schulter stapelt über Schulter und du fokussierst dich hier auf den Bauch. Schieb einatmend gegen den Oberschenkel. Und ausatmend löst sich der Nabel. Es geht nach innen zur Wirbelsäule. Tief einatmen. Entspann ausatmen, die Schultern, beide Hände zum Boden bringen, rechts neben links, schiefe Ebene einatmen. Ausatmen, halb oder ganz absinken. Einatmen, Rückbeuge. Ausatmen, zurückschieben, herabschauender Hund. Wander hier wieder mit den Füßen eine Fußlänge näher zu dir heran. Wirbelsäule ist immer noch lang. Dann schiebst du hier die linke Hand mehr in den Boden, löst die rechte. Greifst dir mit der rechten Hand die linke Kniekehle. Gerne auch leicht anwinkeln, deine Variante finden. Schau durch das Dreieck hier hindurch. Atme in diesen Twist ein und aus. Gerne auch die Hand zur Wadenaußenseite bringen, zur Knöchelaußenseite. Fokus, atme ein.
und viel tiefer aus. Einatmen, bring wieder Hand neben Hand, die Fußlänge wieder zurück, herabschauender Hund, roll einatmen, wieder nach vorn, schiefe Ebene. Ausatmen, halb oder ganz abwiegen. Einatmen, Herz heben und ausatmen, nur die Stirn zum Boden ablegen. Du bringst die Hände und die Arme parallel zueinander Richtung Boden. Handflächen zeigen zueinander, Fingerspitzen ziehen zu den Fersen für die Heuschrecken. Schieb die Schulterblätter am Rücken zueinander und in Heb einatmen, dein Oberkörper weg vom Boden. Löse auch die Beine. Dein Blick geht zum Boden, der Nacken ist lang. Und du spürst deine Atemzüge im Bauchraum, die einatmen, die Bauchdecke mehr in deine Matte stieg und wie sich ausatmen, sanft der Nabel legt. Ruhige, tiefe Atemzüge. Einatmen und ausatmen, löse langsam auf, Hände unter die Schulter, Zehen umstülpen, herabschauen nach unten. Das Mal einatmen und ausatmen, komm auf die Knie. Setz dich für einen Moment hier in den Fersensitz. Die aktive Hand und die passive Daumen berühren. Atme immer tief ein und über den geöffneten Mund. Beobachte hier wieder den Fluss deiner Atemzüge, pulsieren in deinem Herzen. Die durch dich hindurchströmt. Ein ganz weiches, sanftes, geöffnetes Gefühl in deinem Körper. Fühl dich hier energetisiert, erfrischt und belebt für den neuen Tag. Und dann lege hier eine Hand auf deinen Bauch, die andere Hand auf dein Herz. Wie geht es dir jetzt? Und dann lass uns gemeinsam diese Praxis mit einer kurzen Atemmeditation abschließen. Viertaktatmen. Ich werde dich hierfür einzählen, sodass du auf 4 Takte einatmest, für 4 Takte den Atem hältst, auf 4 Takte sanft ausatmest und auch hier die Leere für 4 Takte hältst. Entspann dein Gesicht, atme durch die Nase ein auf 1, 2, 3, 4. Schultern entspannt, Fülle halten, 4, 3, 2, 1. Sanft und ruhig ausatmen, 1, 2, 3, 4, entspannt die Leere halten, 4, 3, 2, 1, einatmen, 1, 2, 3, 4, halte, 4, 3, 2, 1, atme aus, 1, 2, 3, 4, halte, 4, 3, 2, 1, einatmen, 1, 2, 3, 4, halten, 4, 3, 2, 1, ausatmen, 1, 2, 3, 4, sanft halten, 4, 3, 2, 1. Einatmen. Halt. Ausatmen. Wieder halten.
Ziel in Gedanken weiter. Fahre fort. Spür Fülle, spür Entspannung. Spür, wie dein Geist ruhiger wird, das Herz sich entspannt. Und wenn du das nächste Mal ausgeatmet hast, leg deine Hände auf die Oberschenkel. Atme natürlich. In Gedanken rufe dir hier deine Intention nochmal auf. Welche Qualität wolltest du aus der Praxis mit in den Tag nehmen? Sag dir deine Intention hier nochmal dreimal in Gedanken auf. Und dann atme hier tief durch die Nase ein und über den geöffneten Mund aus. Sink das Kinn Richtung Brustbein, bring die Hände auf dein Herz, vor dein Herz. Bedank dich in Gedanken bei dir selbst dafür, dass du dir heute an diesem Morgen Zeit genommen hast. Und dann öffne hier sanft die Augen, ist der Blick klar, heb deinen Kopf nach oben an. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, es geht dir gut und du kannst gut und beschwingt in den Tag starten. Schau gerne wieder bei mir vorbei in meinen Online-Klassen, vielleicht auch in Berlin im Studio oder hier bei YouTube. Vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis bald. Namaste.